Ja, lieber Heinz, danke, dass du die Bereitschaft zum Interview gegeben hast. Würdest du dich vielleicht kurz unseren Zusehern auf deine ganz persönliche Weise vorstellen? Ja, ich bin ein Kind, das vom Bauern aufgenommen wurde, weil mein Vater knapp vorm Abtransport ins KZ gestorben ist und meine Mutter krank geworden ist. Und bin dann auf eigene Faust ins Gymnasium gegangen und habe dann Jus studiert, bin nach Amerika und nach England, habe internationales Wirtschaftsrecht gemacht, bin dann nach Haus und habe gesehen, dass im niederösterreichischen Waldviertel am Eisernen Vorhang die Dinge sehr schlecht bestellt sind und habe dann mich zur Verfügung gestellt als Regionalentwickler und als Industriemanager und bin zum Schluss Generaldirektor der österreichischen Agrarindustrie gewesen, aber habe mich dann auseinandergeredet und bin dann an die Universität und habe Ressourcenökonomie und Umweltmanagement gelesen. Aber bei all den Aktivitäten bin ich draufgekommen, dass die Radnaben der nicht nachhaltigen Entwicklung die Handels- und die Finanzpolitik sind, weil wir damit die regionalen Wirtschaftskreisläufe unterlaufen. Und man muss immer sagen, jeder Export kostet auch irgendwo Arbeitsplätze. Das heißt, wir sollten trachten, möglichst regionale Lösungen zu treffen, damit wir einen maximalen, einen bestmöglichen regionalen Wohlstand erreichen. Also das war grob das. Und jetzt bin ich dann ganz stark in die Regionalentwicklung hineingegangen, habe die Waldviertelpläne gemacht und wir haben hier, glaube ich, einen guten, halt sagt man, Turnaround, ein Umkehren der Entwicklung erreicht. So, das kurz zu meiner Entwicklung, sage ich so. Danke dir. Was bewegt dich zurzeit? Woran arbeitest du jetzt? Ich arbeite jetzt an der weiteren Publizierung meines Manifestes. Ich habe ein Manifest geschrieben, das liest sich Handreichung Manifest, unverzichtbare Eckpunkte einer weltweit zukunftsfähigen Gesellschaftsgestaltung, wo ich die Eckpunkte einer zukunftsfähigen, friedensfähigen Wirtschaftsordnung festgelegt habe. Das ist bereits in 8 Sprachen übersetzt worden. Und jetzt versuche ich, dass ich eine Übersetzung ins Chinesische und ins Arabische zustande bringe, weil die müssten das am ehesten oder am wichtigsten lesen. Und das Zweite, dass ich im Petto, sagt man heute, dass ich mit mir trage, ist, dass ich zusammen mit dem bekannten emeritierten Wirtschaftsprüfer, Diplomkaufmann Günter Robol und den Professor für Wirtschaftswissenschaften, Professor Schleicher, eine Artikelserie schreibe mit dem Titel Briefe an die Enkel. Wir schreiben Ihnen das, was Ihnen die Hauptstrommedien und die Hauptstrompolitik nicht sagt, um Ihre Zukunft abzusichern. Also du bist ja wirklich hochaktiv, also das ist ja Wahnsinn, ne? Da könnten sich sehr viele jüngere Leute von dir etwas abschauen. Also Pension kann man in weite Ferne rücken, wenn man dich so zuhört, was du überall alles tätig bist. Gratulation. Ja? Naja, es ist so, ich habe ein Vorbild, das ist der Stefane Hessel. Eigentlich hat er Hessel geheißen. Der hat mit 90 Jahren noch 2 Büchlein geschrieben. Das eine heißt Empört euch, lasst doch das nicht über euch ergehen, was man euch derzeit vorsetzt. Und das zweite heißt, engagiert euch.
Und der Stefan Hessel hat eine abenteuerliche Geschichte gehabt. Der ist dem Tod im KZ entkommen und hat dann an der Internationalen Konvention der Menschenrechte mitgewirkt und hat gesagt, wir müssen aufstehen gegen das, was sich derzeit ereignet, denn was sich hier aufschaukelt, kann nicht gut gehen. Und das ist auch mein Problem jetzt. Was wir derzeit erleben, ist ein Kampf um die Weltgeldordnung. Die USA haben bei den Bretton Woods-Abkommen ein System der Welt aufgedrückt, möchte ich sagen, wo der Dollar die Leitwährung ist und damals indirekt mit Gold gesichert. Und dieses System ist 1971 zusammengebrochen. Man hat eigentlich die ganze Welt betrogen, indem man gesagt hat, das gilt halt jetzt nicht mehr. Und jetzt ist der Dollar eigentlich nur mehr militärisch gesichert. Jeder, der ausschert aus dem Dollarsystem, wird mit Krieg überzogen, sodass das System befristet funktioniert. Und ich sage, wir leben eigentlich im Todeskampf des noch Welthegemons, wie man sagt, also der Weltgeltung beansprucht. Und das Zweite ist die Handelspolitik. Wenn wir uns das anschauen, was derzeit die ökonomische kommende Vormacht China an ökologischen und sozialen Standards uns bietet, dann kann man nur sagen, das kann nicht gut gehen bei vollen Technologie- und Informationstransfer, können die bei allen billiger produzieren. Sie produzieren bereits weltweit die billigsten Düngemittel und exportieren sie, also ein Gut, das eigentlich gar nicht wertvoll ist. Und wir haben jetzt erlebt bei der Corona-Krise, dass sie die Pharmaka auch fast monopolisiert haben, wesentliche Bereiche. Und da habe ich immer gesagt, ich muss etwas fordern, das sogenannte Bestimmungslandprinzip. Das heißt, du hast nur freien Marktzutritt, wenn du nachweist, dass du die ökologischen und sozialen Standards des Bestimmungslandes bei der Erstellung deiner Leistung eingehalten hast. Und das ist sogar, oder nicht sogar, das ist in der WTO, im GATT, das ja Teil der WTO ist, gedeckt. Denn dort heißt es, du darfst einen Ausländer nicht schlechter behandeln wie einen Inländer. Und im Umkehrschluss kann ich sagen, du musst nicht einen Ausländer besser behandeln wie einen Inländer. Ich kann nicht im Inland hohe soziale und ökologische Vorschriften machen, Standards festlegen und gleichzeitig die Grenzen offen lassen. Das ist Selbstmord. Das heißt, die propagierte Seidenstraße ist ohne das Bestimmungslandprinzip eine Todesstraße. Und ich bin glücklich, dass die Literatur jetzt das Bestimmungslandprinzip aufgenommen hat. Das habe ich in die Literatur eingeführt, dass sie das zu verstehen beginnen und dass das rechtlich gerechtfertigt ist und ökonomisch sinnvoll. Du hast meine dritte Frage bereits fast schon beantwortet. Was sind die dringlichsten Probleme unserer Zeit für dich? Wie erlebst du die aktuelle Geld- und Wirtschaftsordnung? Siehst du darin Elemente, die den Frieden unter den Menschen oder mit der Natur gefährden? Und da hast du schon sehr viel vorweggenommen. Wir haben ja die Fragen also aufgezeichnet und uns gegenseitig zukommen lassen, dass wir uns orientieren können. Aber vielleicht fällt dir dazu noch etwas. Ja, gehen wir es der Reihe nach durch. Bitte. Beginnen wir gleich mit dem Energiesystem. Das ist derzeit fossil basiert. Und wir tragen unser Geld zu den Ölstaaten und diese verwenden dieses Geld wieder, um bei uns Betriebe aufzukaufen und bei uns geht die Kaufkraft verloren. Dabei gibt es die Möglichkeit, regionale Energiebedarfsdeckungssysteme aufzubauen, aber dann muss ich auch die Bedarfsdeckungssysteme generell regionalisieren.
Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt und das geht. Und ich habe meinen Studenten immer gesagt, wir haben die 7 Meilenstiefel der Dezentralisierung entwickelt. Die Informatik, die Mikroelektronik, die Telekommunikation und wir verwenden sie statt für intelligente Dezentralisierung für unangepasste Zentralisierung. Und Zentralisierung ist immer verbunden mit undemokratischen Maßnahmen, weil der lokale Bürger auf die Vorgaben aus der Zentrale verwiesen wird. Das wäre der Energiebereich. Der zweite, der Handelsbereich, das ist, glaube ich, sehr klar, da wird immer von den Ökonomen gebetet, der David Ricardo. Das war zu einer Zeit, wo er gesagt hat, die Produktion soll zu dem relativ Besten gehen. Aber wenn ich jetzt ganz unterschiedliche soziale Standards habe, siehe Europa, China, Indien oder andere Staaten, dann geht die Produktion zum absolut Billigsten und nicht zum relativ Billigsten. Das heißt, das System funktioniert nicht mehr. Und dasselbe ist im Finanzbereich. Hayek hat vom natürlichen Zinssatz geredet, der sich bildet, weil wenn die Konjunktur anspringt, steigt die Nachfrage nach Krediten, dadurch steigt der Zinsfuß, das wirkt wieder als Bremse und die Kredite werden billiger und das ist wieder ein Anreiz, dass die Wirtschaft zusätzlich anspringt. All das gibt es nicht mehr. Wir haben derzeit keine Konkurrenz im Geldsystem, sondern haben eine Gelddiktatur. Wenn ich mir Europa ansehe, das ist ja die schlichte Katastrophe. Nicht? Und was wir jetzt im Corona-Bereich gerade erleben, ist eine ganz massive Staatsverschuldung. Und diese Verschuldung ist wieder bei den Geldmächtigen der Welt, die noch reicher werden. Und dann muss ich mal sagen, jeder Schuld steht ein Guthaben gegenüber. Wir haben ein Schuldgeldsystem. Ja. Und daher brauchen wir ganz einfach, und das wird uns wahrscheinlich nicht erspart, das werden die Menschen fordern, wenn wir sie aufklären, brauchen wir einen Weltschuldenschnitt, einen geordneten, denn diese Supervermögen sind ja aus dem Nichts geboren. Wir wissen das, dass die Geldschöpfung aus dem Nichts erfolgt. Das hat sogar die Bank of England zugegeben in einem Artikel. Und da möchte ich zurückgreifen auf den Kollegen Werner, den Finanzwissenschaftler in Southampton, der 10 Jahre in Japan war und das beste Buch über den japanischen Yen geschrieben hat, Princess of the Yen, das ein Bestseller geworden ist. Und der sagt immer, wir müssen zur regionalen Geldschöpfung zurückkehren, dass die Geldmengenausweitung wieder dem Gemeinwesen zurück zugutekommt und wir dadurch Wohlstand und allgemeine Infrastruktur finanzieren können. Und das ist, glaube ich, eine ganz klare Botschaft, die an der wir nicht vorbeigehen können. Wir müssen die Währungen wieder regionalisieren und in die Hände der Gemeinwesen legen, damit wir wohlstandsmehrend Geldpolitik betreiben können. Und da gibt es eine ganz interessante kleinere Bank, das ist die Bank of North Dakota. Die haben so unterschwellig eine Staatsbank gegründet, aber sind sie nie so stark aktiv geworden, dass das Federal Reserve System gegen sie vorgegangen ist. Die sagen ganz offen, schreiben schon ganz offen, dass sie den Staat billiger finanzieren können, dass sie in Not geratene kleine Banken unterstützen können und dass sie billige Kredite ausgeben können, weil sie keinen Zinszwang haben. Und so geht's. Ja. So, gut. Geht schon. Siehst du, dass wir von Geld und Ressourcenkrieg umgeben sind?
Ja, und zwar die ganzen Nahostkriege und der Libyenkrieg sind alle Geld- und Ressourcenkriege. Wahnsinn. Der Saddam Hussein ist ausgeschert und hat nicht mehr in Dollar fakturiert und hat Erdöl an die Chinesen verkauft in Renminbi und daher musste er ausgeschaltet werden. Und dasselbe war mit dem Gaddafi, der einen goldgedeckten Afro-Dollar wollte und mit den Russen über ein Gasabkommen verhandelt hat, sodass er, das war eine Todsünde gegen das System und vor allem auch gegen die Franzosen, die ja die Hauptakteure beim Krieg in Libyen waren, was die wenigsten wissen, denn es gibt in den ehemaligen französischen Kolonien noch der Afro-Dollar, der Afro-Frau, entschuldigen, der Afro-Frau. Und wie die Kolonien unter Anführungszeichen freigegeben wurden, hat man ihnen drei Dinge aufs Haupt gedrückt. Erstens, die Währung muss weiter der Frau bleiben. Die Devisenreserven müssen bei der französischen Nationalbank bleiben. Die Infrastruktur, die die Franzosen investiert haben, also Straßenbahnen und so, müssen abgelöst werden, wobei den Wert die Franzosen festsetzen. Und damit sind die praktisch in Finanzknechtschaft genommen worden. Und immer wenn ein Regime dagegen aufgemuckt hat, hat es einen Volksaufstand mit Unterstützung der Fremdenlegion gegeben, sodass die ausgeschaltet wurden. Und nun hat der Gaddafi massiv dagegen gehalten und daher musste der Kopf weg. Und jetzt haben wir das Chaos dort, nicht? Also das war in Wirklichkeit, daneben war auch natürlich das amerikanische Interesse, der goldgedeckte Afro-Dollar war auch gegen den Dollar gerichtet. Aber es waren beide, der Franc und der Dollar, die hier zusammengewirkt haben. Das war jetzt die, und die Frage, die nächste Frage ist natürlich jetzt die Geopolitik. Und da haben wir die steigende Konfrontation, die organisiert wird von, vor allem von den USA und der NATO, einerseits in Europa gegen die Russen, weil die auch nicht ins System passen, und im Fernen Osten gegen die Chinesen. Und diesen Wettlauf werden die USA nicht gewinnen können, wenn sie nicht schließlich zur Gewalt greifen. Und daher habe ich große Sorge, dass es zu einem Dritten Weltkrieg kommt, wenn wir nicht die jetzige Energie-, Handels- und Finanzordnung grundsätzlich reformieren und in Frage stellen. Und wir Europäer müssten eigentlich gemeinsam sagen den Amerikanern, Freunde, wir wollen eure Freunde sein, aber so wie ihr uns jetzt missbrauchen wollt, das tragen wir nicht mit. Viel mehr machen wir sinnvolle Vorschläge, wie es in Zukunft weitergeht. Und ihr könntet ein von der Welt geschätztes Zentrum der Innovation, der Produktion und des Handels sein, aber nicht eine Weltgewaltmacht. Okay. Denn die USA werden ihre 800 Militärbasen im Ausland, werden sie auf die Dauer nicht weiter finanzieren können. Und jetzt haben wir noch dazu das Problem in den USA, dass der sogenannte Deep State, wie man ihn nennt, das ist der militärisch-industrielle Komplex, dass die eine indirekte Politik bestimmen. Und dasselbe gilt für China. Mir hat ein chinesischer Freund gesagt, dass in Wirklichkeit indirekt die Armee regiert, nicht? Und es ist so, dass alle Waffen, die produziert werden, drängen nach Anwendung. Daher zündeln sie ja an allen Ecken mit Kriegen. Und da muss man auch sagen,
Freunde, so wie es in der Bibel steht, Schwerter in Pflugscharen. Ihr habt genug Entwicklungspotenzial zu Hause mit angepassten Technologien und verwendet eure Fantasie und Produktionsbereitschaft für den allgemeinen Wohlstand statt in die Ausrüstung von Armeen. Denn alle Staaten mit großen Armeen hatten arme Leute, denn irgendwo muss das Geld hingehen. Und ich glaube, das müssen wir auch unter die Leute bringen, dass diese Dominanz des militärisch-industriellen Komplexes und finanziellen Komplexes gebrochen wird. Und da hat ja interessanterweise der Dwight Eisenhower als General, wie er als Präsident abgetreten ist, in seiner Abschiedsrede gewarnt: Befreit euch von der im Krieg aufgebauten Macht des militärisch-industriellen Komplexes, der derzeit die Politik dominiert. Also das wären die drei Bereiche: Energie, Handel und Finanzen, die mich derzeit bewegen. Und da glaube ich, können natürlich viele sagen, das nützt ja alles nichts. Wo ist deine Machtposition? Und ich sage immer nach Victor Hugo, es gibt nichts Stärkeres als eine Idee, für die Zeit reif ist. Und wir müssen sie unter die Leute bringen, propagieren. Dazu haben wir Gott sei Dank auch die Medien, sodass ein allgemeines Aufstehen stattfindet. Der Abraham Lincoln hat das einmal sehr schön auf den Punkt gebracht, gesagt, ihr könnt auf das Volk eine Zeit lang anlügen, aber nicht auf die Dauer. Ja, genau. So. Sehr gut. Kann eine Geldordnung Frieden schaffen oder ermöglichen? Ja, und zwar, wir haben ja unglaublich viele Konzepte jetzt an Geldordnungen. Ja. Von Kryptowährungen, die in Wirklichkeit ein Fantasieprodukt sind, solange man sie glaubt, gelten sie, von Regionalwährungen und. Aber ich glaube, dass es eine Kombination geben sollte. Im regionalen Bereich können wir das, was auch du magst, Zeitwährungen, lokale Kreisläufe nachhaltig organisieren. Im erweiterten Bereich, den wird es immer geben, müssen wir ein internationales Währungsabkommen haben, das die Wechselkurse anpassungsfähig nach der Kaufkraft festlegt. Wir müssen im nationalen Bereich die Geldschöpfung wieder zum Staat bringen. Da bin ich für das Vollgeld, nicht, dass die Banken das Geld produzieren in Wirklichkeit. Und als Wesentliches dann hinten noch, dass wir ein zinsfreies Geld haben. Denn das jetzige Problem ist der Zinseszins, nicht? Die Vermögen steigen, die Finanzvermögen steigen quasi ins Unendliche, wenn man es hochrechnet. Und das haben eigentlich die alten Juden schon gewusst. Die haben alle 50 Jahre das Joveljahr, das war eigentlich das Wiederhorn, wo das ausgeblasen wurde, und haben gesagt, unter Aufsicht der Richter muss das Vermögen wieder umverteilt werden, zurückverteilt werden, damit das Spielchen vom Neuen beginnen kann. Denn leider können wir die Leute nicht davon abhalten, Zins zu verlangen. Aber ich glaube, man kann es auch so festlegen, dass es Zinseszins nicht gibt. Das ist rechtlich möglich. Jede Geldordnung ist eine menschengemachte Ordnung, die man gemäß Maßstäben, die man entwickeln, festlegen kann. Nicht? Es ist ja genauso, wenn wir sagen, wie ist eine Währung gedeckt? Na, unsere Währung ist mit nichts anderem gedeckt, als dass der Staat sagt, wenn du das hinlegst, hast du schuldbefreiende Wirkung. Das ist der Kern des Wertes der Währung. Glaubenswert. Ja.
und jetzt zum Friedensfähigen, dass ich sage, die regionalen Lösungen, die nationalen Lösungen, ich sage immer, eine Währung ist der Maßanzug einer Volkswirtschaft. Mhm. Und wir haben jetzt in Europa etwas Grauenhaftes getan. Wir haben die südlichen Länder mit den nördlichen Ländern unter einen Währungstopf gegeben, haben den südlichen, die ganz einfach einen lockereren Lebensstil haben und keine so hohe Arbeitsproduktivität zustande bringen, was ihnen vergönnt sei. Die haben immer durch Abwertung ihre Währungen, ihre Handelsbilanz halbwegs in Ordnung gebracht und konnten sich auch angepasst verschulden. Und die hat man jetzt in den Euro hereingenommen. Am Anfang, weil der Euro mitgehaftet hat, war es ein Freibrief zu noch höherer Verschuldung. Und dann hat man gesagt, und jetzt müssen wir die Notbremse ziehen und hat ihnen das Finanzkorsett aufs Haupt gedrückt. Siehe Griechenland, Italien, Spanien. Und jetzt sehen wir ja Folgen sogar ganz konkret. Ja, danke Heinz. Kannst du dir eine friedensfähige oder friedensschaffende Geldordnung vorstellen? Welche Rolle soll Geld in der Zukunft spielen? Das ist ein bisschen dazu von vorher. Ja, ich glaube, dass wir die Rolle des Geldes wieder reduzieren müssen auf einen Tauschstandard und einen Wertaufbewahrungsstandard. Wenn das der Zins ist zinsfrei sein muss, dann kann es ein sinnvolles Instrument werden. Mhm. Denn das Geld wurde erfunden in Schritten. Ursprünglich gab es typische Lebensmittel, die als Maßstab galten. Darum heißt es im römischen Pecunia, das Rindvieh eigentlich war der Maßstab. Und dann hat man im Vorderen Orient das Geld, das Münzgeld erfunden, Silber und Gold, das war auch knapp und konnte als Maßstab dienen. Und später hat man dann noch das Bankgeld erfunden, wo man gesagt hat, man deponiert die Gold- und Silbermünzen bei einem Bankier, bei einer Bank, und der stellt einem einen Bankschein aus, der berechtigt, diese Gold- und Silbermünzen abzuheben, wenn ich sie brauche. Und die sind natürlich draufgekommen, dass nicht alle abheben, und haben daher mehr Bankscheine ausgegeben, als sie Gold physisch und Silber physisch da hatten. Und so ist unser jetziges fraktioniertes Geldwesen entstanden, das wir in Zaum halten können, wenn wir zum Vollgeldsystem kommen. Das heißt, dass die Geldmenge wird seitens der unabhängig gestellten Nationalbank und einer Währungskommission kontrolliert und ausgegeben. Das ist gut durchgedacht, und das hat auch schon der Kollege Huber in einem Büchlein, das heißt Monetäre Modernisierung, die vierte Auflage, habe ich recht gut dargelegt, dass es praktizierbar ist. Aber das ist natürlich nicht im Interesse der Hochfinanz. Und daher wird es massiv bekämpft und als Utopie abgeschrieben. Aber es ist so, dass alle Utopien werden irgendwann wirksam, Wirklichkeit, wenn das alte System nicht mehr aufrechterhaltbar ist. Ne? Ja, da sprichst du mir ja ganz ins Herz. Weil genau, ich habe ja auch eine Utopie. Danke. Ja. Gibt es noch Lösungsansätze für aktuelle Probleme, die du uns näher bringen möchtest? Ja, ich glaube, wenn wir die jetzige Staatsverschuldung ansehen, dann müssen wir sagen, das Geld läuft ja mit aller Wahrscheinlichkeit darauf hinaus, und das wird schon in den Zeitungen diskutiert, dass es einen allgemeinen Entschuldungsbeitrag geben muss, wobei sie halt
die Leute de facto enteignen und ihnen Steuern aufs Haupt drücken. Und es trifft dann wieder die Masse der Menschen, die Kleinen, und nicht die Großen. Und da, glaube ich, gibt es mehrere Ansätze, die ich auch in meinem Manifest niedergeschrieben habe, die rasch lösbar sind. Das eine ist eine allgemeine Kapitalumsatzsteuer von 1 Promille. Das ist fast nichts. Das ist innerhalb der Bankenkonditionen. Und das würde bereits ein Drittel unseres Budgets einbringen. Und wir könnten rückzahlen. Das zweite wäre eine Internetabgabe von 1 Cent je Megabit mit gleich kleinen B, das Bit, also das physikalische Bit. Das ist eine Riesenquelle und da geben alle Internetgiganten zu, dass das möglich wäre. Aber sie sagen, im Zeitalter der Informationsfreiheit kann man doch nicht Informationszölle einheben. Das geht doch nicht. Das ist ja geradezu eine Sünde. Ja. Und ich sage dann immer drauf, und im Zeitalter der Verkehrsfreiheit dürft ihr keine Autobahnmaut einheben. Es ist geradezu verrückt. Das heißt, wir könnten das machen und wir könnten auch bei einer Internetabgabe individuelle Freibeträge machen für den privaten Gebrauch und auch das Gesundheitswesen und wesentliche Grundversorger, wenn es notwendig ist, befreien von der Abgabe. Das wäre der zweite Bereich. Und der dritte Bereich, der auf der Hand liegt, aber am schwierigsten durchzusetzen ist, das ist eine allgemeine Vermögensteuer auf die Großvermögen von etwa, dass man schätzt, sie haben eine 5%ige Verzinsung. Und man hebt eine Steuer von 5% ein, 50% ein, das heißt 2,5%. Und das wäre bereits eine Megasteuer, die ganze Welt entschulden würde. Ne? Mhm. Also das heißt, es gibt Auswege, aber die müssen wir propagieren und auch angehen, statt dass wir sagen, wir pressen aus dem kleinen Mann das Letzte heraus. Da hast du schon viele Lösungsansätze jetzt dabei gehabt. Ja. Eine Frage noch, gibt es aus deiner Sicht eine Interessenslage oder Denkweise, die diese Probleme immer aufs Neue erzeugt und wenn ja, welche? Das ist der neue Neoliberalismus, wo gesagt wird, ohne dass man es beweisen kann, dass der Freihandel und das freie Geldsystem, unter Anführungszeichen, das ja in Wirklichkeit nicht frei ist, dass die absolut wohlstandsmehrend sind und dass es keine Alternative dazu gibt. Und das dominiert derzeit die Politik und unsere Diplomaten, statt dass sie unsere Konzepte, zum Beispiel mein Manifest, in die Welt hinaustragen, beten diese Maximen nach, weil sie ja alle an Universitäten erzogen wurden, wo die Wirtschafts- die Ökonomieprofessoren von den großen Geldeignern finanziert worden sind. Das muss man, es gibt kaum unabhängige Leute. Und ich habe seinerzeit, das ist schon 10 Jahre her, dem Vorsitzenden der österreichischen Rektorenkonferenz vorgeschlagen, endlich eine Lehrkanzel für Geldwesen einzurichten. Mhm. Weil in der Ökonomie wird das Geld ausgeklammert. Das ist da. Wahnsinn. Und habe gesagt, ich wüsste gleich einen, das wäre der Dirk Solte aus Ulm, der jetzt bei einer internationalen Versicherung Geschäftsführer ist und der auch bereit gewesen wäre. Nein. Das brauchen sie nicht. Es war also wirklich auf akademischem Bereich eine Blockade da. Und die müssen wir auch durchbrechen. Ne? Gut.
Bitte sage jetzt in Telegram-Stil, wie weit du die im Folgenden genannten Themen, ja, Konzepte, kennst und was du davon hältst. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, ich würde statt bedingungsloses Grundeinkommen, weil das reizt die Leute, wenn sie sagen, bedingungslos heißt, dass auch die Faulen was kriegen. Ich würde es nennen, eine bedarfsgerechte Grundsicherung für alle Bürger. Und ich glaube, dass man den Gegnern auch etwas sagen muss. Wenn ich diese bedarfsgerechte Grundsicherung habe, dann kann ich auch leichter Risiko eingehen. Das heißt, das fördert die Konkurrenz. Wenn heute einer eine Unternehmensidee hat und will sie verwirklichen und trägt das Risiko, dass er scheitert, das ist bei allen Dingen so, und er weiß, er kann nicht ins Nichts sinken, dann wird er diese Initiative eher sich anzugehen trauen. Ich denke also, dass die Grundsicherung, eine bedarfsgerechte Grundsicherung, sogar ein guter Motor für eine dynamische Wirtschaftsentwicklung sein kann. Und das müsste man den Gegnern sehr klar sagen. Vollgeld, das hast du ja schon angeschnitten. Ich müsste noch zur Grundsicherung etwas sagen. Bitte. Ich muss sie natürlich handels- und finanzpolitisch absichern, nicht? Okay. Denn wenn ich in Österreich eine gute Grundsicherung mache und alle wandern ein, dann bricht das System automatisch zusammen. Ne? Das ist klar. Ja, das, so, was du mehrfach erwähnt hast, dieses Vollgeld. Ja, das Vollgeld bedeutet, dass Geld nur von der Nationalbank ausgegeben wird. Und das lässt sich während die normale Kreditvergabe und das Geldmanagement, das übliche, von den Banken ausgeübt wird. Und dass es auch dieses Trennbankensystem gibt, dass man spekulative Geschäfte nicht mit den Einlagen der Bürger machen kann. Ne? Dann die Monetative, die ist ja in ähnlicher Form, die auf das Vollgeld hinweist, die kennst du ja auch. Die Frage ist, ob ich eine eigene neben dem Parlament, der Verwaltung und der Justiz noch eine vierte Gewalt setzen muss. Ich kann mir vorstellen, dass ich die Nationalbankgesetze so reformiere, dass die praktisch der Monetative entsprechen. Okay. Und ich habe das auch in meinem letzten Buch so geschrieben, dass ich mir vorstellen könnte, dass es dort einen unabhängigen Währungsrat gibt, der die Geldmenge kontrolliert. Denn das müssen wir wissen. Wenn Wirtschaftswachstum stattfindet und die Geldmenge würde nicht ausgeweitet, dann würde es eine Deflation geben. Wenn die Geldmenge aber zu weit ausgeweitet wird, dann gibt es eine Inflation. Das heißt, wir brauchen ein gutes Management, und da habe ich sogar sehr konkrete Vorschläge von Personen gemacht. Aber ich würde nicht unbedingt eine vierte Macht etablieren. Gemeinwohlökonomie. Ja, die Gemeinwohlökonomie würde ich eher, das ist der Kollege Felber, wenn ich sie genau durchlese, dann lande ich immer bei Experten, die vorgeben, was zu tun ist. Und das ist nicht demokratisch. Ich würde also den Schweizer Weg gehen, wo es gute Artikel gibt, wieso bei allen Unvollkommenheiten die Schweiz eher gemeinwohlorientiert ist, weil die Bürger ein Stimmrecht haben. Und ich würde also sagen, ich wünsche mir eine demokratiegerechte Wirtschaft und nicht, wie die Frau Merkel gesagt hat,
eine marktgerechte Demokratie. Das ist in Wirklichkeit die Kapitulation der Demokratie. Ich würde also sagen, eine Demokratie nach Schweizer Muster, die Bremse auf der Volksentscheidung hat, die stark regionalisiert, dezentralisiert, aber die Entscheidung bei den Bürgern lässt und nicht unbedingt nur bei den Experten. Ja, jetzt kommen wir zu noch etwas, zu einem Informationsgeld von Professor Dr. Franz Hörmann. Das ist ja hinausgehend über dieses momentane Schuldgeldsystem. Wie würdest du zu dem Stellung nehmen? Ja, der Kollege Hörmann setzt ein auf Dauer funktionierendes und perfektes IT-System voraus, mit dem er operieren kann. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass bei Großterrorismus, Kriegen oder auch durch einen Zufall die IT-Systeme zusammenbrechen können. Dann habe ich keinen Geldverkehr mehr. Ich würde also es so sagen, wir müssten unsere regionalen und nationalen Kreise quasi auch zu Fuß machen. Und daneben kann man noch im internationalen Bereich sich mit einem Infosystem beschäftigen, das auch für den Ausfall des IT-Systems, IT-Systeme, keinen allzu großen Schaden anrichtet. Okay. Jetzt kommen wir noch zu etwas ganz was Außergewöhnlichem, Ubuntu. Du kennst ja das von Michael Dellinger, das Buch herausgegeben hat, wo Geld nicht mehr notwendig sein wird. Also in dieser Form, wie es wir jetzt kennen. Ja. Na, ich würde sagen, in allen kleinen Gemeinschaften, zum Beispiel in einer Familie, da funktioniert es ohne Geld. In allen erweiterten Gemeinschaften. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo es 12 Berufe noch gab. Da gab es einen Tauschstandard. Man hat sich mit Eiern und Fleisch und allen möglichen Lebensmitteln bezahlt, dass man überlebt hat. Aber es war dann, wenn es weiter hinausgegangen ist, hat man doch irgendeinen Tauschstandard gebraucht. Und das haben auch die primitiven Systeme entwickelt. Primitiv kann man, würde ich nicht sagen, die einfachen Systeme, dass man in Afrika zum Beispiel die Kaurimuscheln als Münze unter Anführungszeichen verwendet hat, damit man einen Tauschstandard hat, weil man nicht dauernd Dinge materiell sofort tauschen kann. Ne? Da kommt ja auch die Geschenkökonomie dazu, geldloses Wirtschaften. Ja, also ja, na, das wär ein Ideal. Mhm. Und ich sage immer, leider funktioniert das nicht einmal in den Klöstern vollkommen nicht. Die werden eigentlich dazu berufen, dass sie eine Geschenkökonomie haben. Ne? Und da gibt es eine berühmte Geschichte von einem Portier, einem Pförtner eines Klosters, der gelernter Schuster war, und der hat immer so nebenbei noch die Schuhe repariert im Stift. Und plötzlich ist ein neuer Ökonom ins Stift gekommen und hat gesagt, na, das geht nicht, da müssen wir die Kosten erfassen und ob das überhaupt sinnvoll ist und. Und zum Schluss war der Pförtner so frustriert, dass er keine Schuhe mehr repariert hat. Das heißt, das war eigentlich Geschenkökonomie. Er hat gesagt, ich habe diese Fähigkeit und die bringe ich ein für die anderen. Ne? Ja, wäre genau nicht das Ideal. Jeder bringt sich mit seinen Fähigkeiten ein. Ja, ich glaube, das wäre das Ideal. Okay. Aber da hat der Thomas von Aquin schon gesagt,
wir haben eine Natura Corrupta. Wir haben leider keine Ideale, sondern eine angeknackste Natur, die zum Egoismus neigt, nicht? Okay. Ja, Regionalwährungen, Komplementärwährungen, Zeitwährungen. Ja, ich glaube, diese Instrumente gibt es schon und die funktionieren auch. Und ob das jetzt die Talente in Vorarlberg sind, in Vorarlberg gibt es sogar eine Unterstützung der Landesregierung, die sagen, du darfst Gemeinde- und Landessteuern in Talenten zahlen. Mhm. Und ich habe dann den Finanzhofrat gefragt, was der Hintergedanke ist. Sagt dann, ja, wir halten die Talente auf Sparflamme, denn wenn die große Krise kommt, dann können wir sie hochfahren und haben wenigstens ein lokales System, das den Warentausch ermöglicht. So klein, nicht? Und dann gibt's natürlich den Waldviertler, den Chiemgauer, und dann gibt's die Zeitwährung des Kulowitz auch. Ja, genau. Noch nicht installiert, aber angedacht und vorbereitet, ja. Kryptowährungen? Na, die Kryptowährungen sind eine Illusion und man missbraucht die Leute, die Geld anlegen wollen und von der Gier getrieben sind. Okay. Goldstandard? Der Goldstandard ist eine ganz besondere Geschichte. Im vorigen Jahrhundert hat sich der Goldstandard bewährt, weil die Goldproduktion ungefähr dem Währungswachstum entsprochen hat. Mhm. Aber wenn ich einen Goldstandard einführen wollte, dann müsste ich eigentlich die Goldreserven zuerst auf alle gerecht verteilen. Und damit sie ihre Währung absichern können. Sonst würde es so sein, dass diejenigen, die die Goldminen besitzen oder die alte Reserven besitzen, stinkreich werden und die anderen zahlen. Die Bank of England hat ja den Kolonien in Amerika, die Colonial Strips herausgegeben haben, die erfolgreiche Lokalwährung, haben sie den Goldstandard aufs Haupt gedrückt, worauf die Wirtschaft zusammengebrochen ist, nicht? Man müsste eigentlich ganz klar sagen, für die jetzige Weltwirtschaft steht nicht genügend, auch wenn wir es gerecht verteilen würden, steht nicht genügend Gold zur Verfügung. Es müsste der Goldpreis astronomisch hoch sein, selbst wenn wir gerecht verteilten. Und ich denke daher, dass wir genau dort landen, wenn wir ein vertrauenswürdiges Weltwährungssystem aufbauen und die Bevölkerung in dieses System vertrauen kann und vertraut, dann ist der Wert des Geldes gesichert. Die ganzen Währungen basieren auf dem Vertrauen der Anwender. Das haben wir ja jetzt. Die nächste Frage wäre Geldschöpfung aus Schulden. Wir haben ja das genau. Und solange das Vertrauen noch aufrecht bleibt, ist ja alles palett, ist ja alles okay. Wir leben dieses System. Ja, na, jetzt, du hast gemeint Geldschöpfung aus Schulden. Geldschöpfung als Schulden, ja. Als Schulden. Es gibt ja nur... Oh ja, nein, richtig klar. Nein, jetzt bin ich klar. Wir haben ein Schuldgeldsystem und ich kann als Geldgeber jemanden ein Geld borgen, unter Anführungszeichen, und der schuldet mir das gegen Zinsen. Und ich habe immer, wenn einer mir das nicht geglaubt hat, gesagt, ich halte Ihnen einen Zettel Papier entgegen und schreibt darauf, der ist 10.000 Euro wert und das unterschreiben Sie mir, dann haben Sie 10.000 Euro Schulden bei mir und können das verwerten. So. Und das andere spielt sich bei der Bank elektronisch ab. Ja, wenn man sich da gegenseitig vertraut, wäre das ja auch möglich. Dann bräuchte ich ja gar kein dieses Schuldgeldsystem in Umlauf bringen. Wir teilen uns Zetteln auf, wo wir die Preise draufschreiben. Wenn ich eine Dienstleistung für einen anderen
ausgegeben habe oder gemacht habe. Und der sagt, okay, du kannst mit dem den Betrag woanders einkaufen. Und wir vertrauen aufeinander, dann wäre ja das genau dieses ja, Regionalgeld, soll man sagen. Ja, das Wergeler Modell, nicht? Ja. Nur, dass es anders genannt würde, ne? Zinseszins. Ich glaube, dass der Zinseszins das Hauptproblem ist, das wir derzeit haben, weil die geometrische Reihe, die läuft und die meisten kennen die alte Finanzregel nicht mehr. Das heißt, Zinssatz, Schlüsselzahl 70 dividiert durch Zinssatz ist die Zeit der Verdoppelung des Kapitals. Das haben wir noch in der Schule gelernt. Und das heißt, bei 5% Zinsen wäre das, wenn wir 70 dividiert durch 5, wenn es 10, wäre das, dass wir in 15 Jahren eine Verdoppelung des Kapitals haben. Ne? Und das ist ganz einfach verrückt. Ja. Derzeit haben wir die Zinsen auf Null gesetzt, damit sich die Staaten brav verschulden können. Und ich vermute dann eines, das ist immer so in der Finanzgeschichte gewesen, dass plötzlich die Hochfinanz die Krise ausrufen wird, Inflation und Gefahr für die Volkswirtschaft und wir müssen die Zinsen erhöhen, damit das Überborden der Wirtschaft gebremst wird. Und dann sind alle hoch verschuldet und können ihre Kapitaldienste nicht mehr leisten. Und dann kommt die Hochfinanz als Retter und sagt, wir kaufen die Betriebe auf und retten damit die Betriebe und die Arbeitsplätze und werden dafür noch gefeiert. Und wenn man daher die Weltvernetzungen anschaut, da gibt es eine schöne Studie der ETH Zürich, und zwar nicht von Ökonomen, sondern von Physikern interessanterweise, die Welt Unternehmen vernetzt haben auf ihre Abhängigkeit. Und das heißt, the Network of Global Corporate Control, also das Netzwerk der globalen Finanzkontrolle, könnte man sagen. Und dann landet man bei 10 zentralen Spinnen im Netz. Und diese besitzen alle die Blue Chips, das heißt, Blue Chips sind die besten Aktien. Die haben sie sich mit dem Trick angeeignet. Ne? Also die können gar nicht mehr verlieren. Ja. Rolle der Nationalbank ist und soll. Na, ich würde die Nationalbank ganz einfach als unabhängige, Vollgeld ausgebende Institution sehen. Die auch wirklich Kontrolle ausübt. Ne? Wenn ich mir anschaue, welche Kontrolle sie bei der Hypo Alpe-Adria ausgeübt hat, dann wird mir eigentlich schlecht. Und ich habe eine der Chefkontrolleurinnen, ich sage jetzt nicht den Namen, gefragt, wieso haben sie nicht rechtzeitig reagiert? Hat sie gesagt, na, wir hätten da mehr politische Unterstützung gebraucht. Und ich habe geantwortet, und ich habe geglaubt, ihr seid eine unabhängige Kontrollinstitution. Rolle der Banken ist und soll. Die Banken sollen im Vollgeldsystem für eine kostengünstige Abwicklung der üblichen Geldgeschäfte zur Verfügung stehen, sollen auch nach dem Trendbankensystem organisiert werden. Und für die Bankdienste müssen wir natürlich alle ein paar Cent hinlegen. Dieses Service kostet etwas. Aber ich würde die Banken befreien vom jetzigen Notstand. Mir hat ein Banker erzählt, früher war ich Hausbank und habe die Leute beraten, die gekommen sind. Und die haben gesagt, ich habe den und den Plan, was sagen Sie dazu, wie finanzieren wir das? Jetzt
bin ich aufgrund der Vorgaben, das nennt man Management by Objectives, ja, man macht Vorgaben, bin ich gezwungen, denen was zu verkaufen. Also das Freigeldkonzept ist eigentlich nichts anderes als die Regionalwährungen. Ja. Wenn ich die entsprechend durchgehend verwirkliche. Und wenn man das Merkeler Konzept sich genau ansieht, dann war es nichts anderes, als dass ich vertrauenswürdig Arbeitsscheine tausche und damit lokale Wertschöpfung erziele, statt dass ich mich bei Dritten im Gemeindeausland verschulde. Ne? Ja, wäre auch ein Ideal von meiner Sichtweise aus. Ja. Der Henry George's Single Tax, also was verstehst du? Der bezieht sich auf Grund und Boden. Und das ist natürlich jetzt ein großes Problem, weil wir, selbst wenn wir wie die alten Römer es machen würden, die gesagt haben, unter den Gracchus, dass jeder so viel zugeteilt kriegt, als er mit der damaligen Technik zur Selbsterhaltung bewirtschaften kann, dann ist das bei unserer derzeitigen Bevölkerungsstruktur kaum möglich. Und daher, aber ich würde schon etwas tun. Das habe ich immer vorgeschlagen und da hat man damals gesagt, man wird mich sogar klagen. Deshalb, weil ich gesagt habe, ich würde eine progressive Grundsteuer einheben. Das heißt, je größer der Grundbesitz, desto mehr Steuer zahlt er. So wie eine progressive Einkommensteuer. Und damit die Kleinstrukturen begünstigen. Denn alle Hochkulturen mit knappen Flächen haben eine kleinräumig standardorientierte, vielfältige gärtnerische Landbewirtschaftung entwickelt. Das waren die Chinesen, die Japaner. Und ich habe mich gewundert, wie die USA vor 20 Jahren den Koreanern die WTO-Regeln im Agrarbereich aufs Haupt gedrückt haben, was meiner Ansicht nach rechtlich nicht richtig war, dann haben die Aufstand gemacht. Und ich habe gefragt, wieso macht sie Aufstand? Und sie haben gesagt, ja, wir haben ein Gesellschaftssystem, wo wir trachten, dass jede Familie 3 Hektar Grund hat. Und nachdem unser Sozialversicherungssystem leider noch nicht voll entwickelt ist, sind diese kleinen gärtnerisch bewirtschafteten Einheiten in der Lage, Arbeitslose und in Not geratene innerhalb der Familie aufzunehmen. Das war also ein agrarisches Fangnetz, nicht? Und ich habe damals gesagt, es ist eh klar, wenn man ein bisschen Agrarökonomie gelernt hat, eine für die Bewirtschaftung 1 Hektar Landes mit gärtnerischen Methoden brauche ich 0,3 Arbeitskräfte. Das heißt, bei 3 Hektar war das eine volle Arbeitskraft. Ne? Und die konnten sich ernähren. Ne? Und ich habe noch etwas erlebt. Ich hatte einen Studenten in der Landschaftsökonomie, der war sprachlich sehr schlecht beisammen. Und ich habe gesagt, wie er seine Diplomarbeit geschrieben hat, Ihre Sprache kann ich nicht akzeptieren, aber Sie denken gescheit und logisch und das ist fachlich gut. Ich bessere das mit Ihnen durch und wenn Sie mir versprechen, dass Sie einen Sprachkurs machen, dann dann lasse ich Sie durch. Und das hat er auch gemacht. Er hat es gehalten und ist sogar später Tutor geworden. Und dann habe ich mir angeschaut, seinen Hintergrund. Der hat immer daneben arbeiten müssen. Sein Vater war Alkoholiker, ist dann Gott sei Dank für die Familie gestorben. Und seine Mutter hat mit 1,5 Hektar im südlichen Waldviertel die Familie ernährt. Das war unglaublich.
Und da habe ich das erste Mal gesehen, was man mit gärtnerischem Landbau erreichen kann. Ne? Und das hat mich bestärkt, das vorzuschlagen. Vermögensteuer, das hast du schon mal angeschnitten. Ja, ich glaube, das ist vor allem bei den Finanzvermögen, die alle einen Zinsanspruch erheben und ich sage, die geben sich alle mit 5% höchstens zu. Durch das Sportbierchen. So. Okay. Eigentum versus anvertrautem Besitz. Ja, da landen wir eigentlich bei der Utopia des Thomas Morus, diese Parabel, Gesellschaftsparabel Utopia, von der wir immer reden, mit Utopie und sonstigem, und keiner hat es gelesen. Aber der Thomas Morus hat gesagt, in seiner Idealgesellschaft gibt es kein Eigentum, sondern nur anvertrauten Besitz. Mhm. Die Verwendung, die Gestion, wie man sagt, des anvertrauten Besitzes wird von der Gemeinschaft beobachtet und kontrolliert. Mhm. Und wenn du deinen Besitz missbräuchlich verwendest, wird er dir entzogen. Mhm. Das war eine ganz klare Maßnahme. Und der Thomas Morus hat auch gesagt, wie er die Handelspolitik regeln würde. Er schildert die Utopia als eine Halbinsel mit einem kleinen Zugang zum Festland, einem Isthmus. Mhm. Und er sagt, da kommen Waren herein, die ohne Beachtung ihrer Standards produziert wurden. Und daher stellt er am Isthmus einen Kontrollposten auf, ein Zollhäusel könnte man sagen, und kontrolliert, unter welchen Bedingungen diese Waren erzeugt wurden, und dann durften sie erst herein. Das ist eigentlich bei Thomas Morus das Bestimmungslandprinzip. Du hast nur freien Marktzutritt, wenn du nachweisen kannst, dass du die ökologischen und sozialen Standards des Bestimmungslandes erreicht hast. Jetzt muss ich aber noch etwas, das etwas Lustiges im Interview auch noch hast. Der Thomas Morus sagt auch, die Städter müssen alle auf ein Jahr aufs Land in der Landwirtschaft mithelfen, damit sie wissen, wie sie versorgt werden und auch dafür dankbar sind und auch ihre Gärten entsprechend gestalten. Und dann schildert er, wie die Utopians ihre Küken aufziehen und sagt, sie positionieren sie unter Glas und lassen die Sonne so kontrolliert drauf scheinen, dass die Temperatur der Temperatur unter den Flügeln der Henne entspricht. Und wenn dann die Küken ausschlüpfen, folgen sie den Utopians wie einer Mutter. Und ich habe unserem Graugänse, den Konrad Lorenz Papst, gesagt, Herr Professor, der Thomas Morus hat das, was Sie bei den Graugänsen entdeckt haben, schon im 16. Jahrhundert beschrieben. Dass beim Ausschlüpfen das erste Wesen, das sie erblicken, als Mutter akzeptieren. Ne? Wertaufbewahrungswährung. Also Vermögende könnten ihr Geld einfrieren lassen, so konnte es zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele arbeiten. Also ja, das ist eine Idee, um die Reichen, die vor einem Geldschuldenschnitt Angst haben, nicht zum verzweifelnden Widerstand zu treiben, dass man sagt, ihr könnt Geld auf ein Konto bringen, das unter internationaler Aufsicht, anders geht ja das gar nicht, in einem Entwicklungsfonds arbeitet und zinsenfrei arbeitet, sodass wir
Entwicklungsprojekte in bedürftigen Staaten finanzieren können. Mhm. Wäre eine Möglichkeit, indem ich sage, jetzt argumentiere ich rein politisch, liebe Freunde, bevor ihr enteignet werdet über einen Weltschuldenschnitt, legt euer Geld in einen internationalen Entwicklungsfonds zinsenfrei, dort arbeitet es zum Gemeinwohl, und wenn ihr Geld braucht, dann könnt ihr das begründet von dort auch abheben. Okay. Aber das ist eine administrative Hochleistung, die erforderlich ist. Ja, letzter Punkt, Finanztransaktionssteuer, das du auch schon angeschnitten hast. Ja, die Finanztransaktionssteuer wird immer diskutiert und in Wirklichkeit, ich sage immer, ich würde die entmystifizieren und sagen, ich wechsle hinüber zu einer Kapitalumsatzsteuer. Mhm. Dass wir nicht nur begrenzte Finanztransaktionen besteuern, wo dann immer argumentiert wird, und da behindert hier den internationalen Handel, sondern dass ich sage, und das ist einfach einzuheben, weil wir verlangen von jedem Kapitaltransfer, auch von dem kleinen, die 0,1%, also ein tausendstel Prozent, damit hätte ich das Problem gelöst, nicht? Es steht in deinem Fragenkatalog auch noch die FMA, die Finanzmarktaufsicht. Mhm. Und ich glaube, dass die jetzt nicht entsprechend funktionieren kann, denn rein rechtlich ist sie in Wirklichkeit der EZB unterstellt. Mhm. Die EZB kontrolliert interessanterweise sich selbst. Die hat eine Finanzmarktaufsichtabteilung. In Wirklichkeit müsste eine völlig unabhängige Institution die Gestion kontrollieren, nicht? Und das, was sich derzeit abspielt, dass man jetzt mit einem grünen Marschall, vorher ohne grünen Marschall, im Monat zuerst 60 Milliarden, jetzt 20 Milliarden Geld schafft, druckt und in den Markt wirft und gleichzeitig den Zins auf Null setzt, sodass die ganzen Pensionsfonds und die Ersparnisse der Leute praktisch entwertet werden. Das kann nicht gut gehen und daher muss man sagen, bei einer Renationalisierung des Geldwesens muss die Finanzmarktaufsicht wieder ihre ursprüngliche Funktion, dass sie die Gestion von Banken kontrolliert, übernehmen. Mhm. Punkt. Ja, jetzt einen Blick in die Zukunft. Wie könnte für dich Österreich in 25 Jahren aussehen? Wie sieht Wohlstand dann aus? Ich würde auf der Basis eines Weltwährungsabkommens, auf der Basis einer Renationalisierung des Geldwesens, auf der Basis einer fairen Handelspolitik, die das Bestimmungslandprinzip verwirklicht, und auf der Basis einer direkten Demokratie, die den lokalen Leuten eine Stimme gibt. Also direkte Demokratie nach Schweizer Muster. Wobei man wissen muss, dass die Schweizer Instrumente der direkten Demokratie eigentlich im 19. Jahrhundert erst entstanden und ausgefeilt wurden. Die sind nicht uralt und vom Himmel gefallen. Und da könnten wir uns wirklich eine Scheibe abschneiden. Und dann würde ich in einem Österreich leben, das selbstbestimmt ein Wohlstandsmodell anstrebt, wo wir alle friedlich und aufeinander Rücksicht nehmend unser Leben gestalten. So würde ich das sehen. Ne?
muss noch sagen, ich habe einmal vor 20 Jahren in Tokio mitberaten bei einem Team Japan in 100 Jahren. Mhm. Ich habe die Japaner gefragt, wieso 100 Jahre, haben sie gesagt, naja, da spielen die Familieninteressen, selbst die Enkel, keine Rolle mehr. Da steht der Staat, das Gemeinwesen im Vordergrund. Ne? Damals haben die Japaner zum Beispiel etwas gemacht. Sie haben gesagt, wir setzen bei der Ertüchtigung unserer Industrie nicht auf Fremdarbeiter, weil da bringen wir fremde Kulturen ins Land, die nicht unseren sozialen Standards entsprechen. Und da wird es ganz einfach Schwierigkeiten geben. Das haben die ganz voll erkannt. Ne? Und ich glaube, das war eine gescheite Lösung. Wir haben sie hereingeholt, weil wir billige Arbeitskräfte wollten. Dann haben wir gesagt, aber nach Hause schicken wollen wir sie auch nicht. Und jetzt haben wir sie alle da mit ihrer Geisteshaltung, die nicht ganz unsere entspricht, nicht. Ja, woran liegt es deiner Meinung nach, dass sich die vielen Initiativen für eine lebenswerte Zukunft ihre Synergien noch nicht ausreichend nutzen? Ich glaube, es geht uns noch allen zu gut. daher können wir uns individuelle Gescheitheiten leisten und jeder brilliert mit seinen Ideen, statt dass wir uns zusammenschließen. Und ich kann das an einem schönen Beispiel bringen. Als ich mit dem verstorbenen Direktor Adolf Kastner die ersten Waldviertelpläne gemacht haben, waren bei der ersten Versammlung, und zu der wir gebeten haben, genauso viele Zuhörer wie Organisatoren, nämlich je drei. Und der Adi hat gesagt, da kann man nur die Flinte ins Korn werfen, das geht nicht. Und ich habe gesagt, du Adi, denen geht es noch nicht schlecht genug. Wenn wir ihnen sagen, wo es Auswege gibt, und ich bin bereit, mit mir von Dorf zu Dorf und Haus zu Haus zu gehen, um ihnen zu sagen, welche Auswege es gibt. Und zum Schluss haben wir die Leute in die Turnseele nicht hineingebracht. Okay. So, also das war, um es kurz zu sagen, wir haben dann erreicht, eine allgemeine Akzeptanz und ein Mitgehen der Bevölkerung. Ne? Das ist es. Ja. So, die letzte Frage noch. Wie können wir gewährleisten, dass die unterschiedlichen Ansätze zur Lösung der Geldfragen zu einer befruchteten Lösungswolke zusammenfinden, aus der dann der erlösende Regen auf den Boden unserer Gesellschaft fällt und das kreative Potenzial des friedlichen und konstruktiven Zusammenlebens in uns dauerhaft zum Erblühen bringt? Also ich würde sagen, wir müssen uns zusammensetzen und jeder bringt seine Ideen ein. Und jeder muss auch in sich gehen und sagen, ich muss nicht unbedingt mit meinen Ideen das absolut Beste wollen oder können, sondern ich bin bereit, von den anderen anzunehmen und mich selbst einzubringen, wobei ich erwarten muss, dass andere von meinen Ideen Abstriche machen, aber dass wir ganz zum Schluss, wenn wir eine Lösung konsensiert haben, dass wir dann sagen, so, und jetzt setzen wir uns gemeinsam hin und spielen einmal durch, wie das in der Realität spielen kann. Spielt, nicht? Nicht, dass es lauter Hirngespinste sind, wo ich sage, ja, es wäre ideal, wenn wir kein Geld mehr brauchen, es wäre ideal, wenn wir nur mehr einander schenken, es wäre ideal, wenn der allgemeine Wohlstand allgemein garantiert wird. Das ist für mich zu allgemein. Ich bin ein alter Praktiker und ich würde daher sagen, wir müssen, wenn wir dann konsensiert haben, uns
einigen auf Prüfgremien und Prüfsitzungen, ob unser Regen wirklich fruchtbar ist und anwendbar ist. Ne? Ja, wäre es dann nicht also wirklich zielführend, das ist meine persönliche Meinung, wenn wir das Ideal anstreben und wenn wir zum zweiten kämen, dass wir noch immer glücklich sind und nicht das dritte anstreben, wo es ideal bekannt wäre? Ja, ich glaube, es ist die alte Geschichte. Wenn ich ein Ideal anstrebe, muss ich immer in der Regel rechnen, dass ich Abstriche machen muss. Ne? Das war die alte Geschichte. Ich glaube, wie Aristoteles schon gesagt hat, wenn du einen Pfeil abschießt, musst du ein bisschen höher ziehen, weil du die Ballistik einfach klären musst. Ne? Ja, ich sage recht herzlichen Dank, lieber Heinz, also für das wirklich umfangreiche Gespräch. Und wir können ja anschließend noch kurz ein bisschen plaudern. Ich werde jetzt einmal den Rekorder ausschalten. Okay? Danke.